Ja, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier auf dem Weg zur Hauptstadt gemacht von Strata und haben einen kleinen Abstecher in Sablee Sol gemacht. Und ja, ich habe wieder ein bisschen trainiert, meine Melonen sitzen und passen. Und hier ist ein Skit des Lebens Würze. Ja. No, Sophie, please. You can't be so finicky all the time. What's wrong? Sophie? Sophie won't eat anything. She's so picky. It's fine. She doesn't have to eat anything she doesn't want to. Right, Sophie? Yeah. You coddle her too much, Asbel. She's not a child, you know. What am I gonna do with you two? So, what do you want for dinner anyway? Curry sounds good. I suppose you want it mild. Yeah. You're both such children. Aww, hey, come on. Fängt schon mal gut an. Okay. Die Entdeckung hier. Ach, die haben wir auch noch nicht. Okay. Eine herausgerissene Seite. Und noch ein Skit. Yay! Mit Vorsicht zu behandeln. The research at Sable Isole is at the forefront of scientific inquiry in Strata. What kind? Creus Arts. As the world leader in the field, much of their gold is invested towards it. I wonder if this giant monument has something to do with their research. Monument? I don't know. This just looks like some kind of giant book, don't you think? Now that you mention it, yeah, this does look like a book. Can we read it? Open it up, Asbel, come on! Okay. Asbel broke it. A pity. Nein, hab ich nicht. Ihr könnt nichts beweisen. Ich gehe einfach. Ich entferne mich einfach vom Tatort. So. Mit den Jungen oder Mädchen zu sprechen, ist auch noch wichtig, weil deswegen. Kennt ihr magische Katar? Alle jungen, coolen Kids spielen sie heutzutage. Ich gebe euch einige Karten für den Einstieg. Nun geht und spielt, damit ihr auch so ein schicker Kerl sein könnt wie ich. Ja. Yuri's Katar, triffst du eine Entscheidung. Der Hauptcharakter aus Tales of Vesperia. Ritas Katar, dachtest du, du könntest gewinnen? Auch eine Hauptcharakterin aus Tales of Vesperia. Ich bin für Trends sehr empfänglich. Ich bin wie ein Trendmagnet. Ja, ehrlich. Komm wieder her. Oh, da ist eine Katze. Habe ich die schon gefüttert? Miau, miau. Ja, okay. Ist ganz wichtig, dass wir alle Katzen auf der gesamten Welt füttern. So, ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen trainiert. Ja, weiß nicht. Ich selber war ich davor, keine Ahnung. Jedenfalls ein paar Titel dazu bekommen, bisschen Geld wieder zu bekommen. Und das Geld geben wir jetzt erstmal aus. Mixerladen brauche ich nicht. Und warte mal, habe ich nicht schon alles neu gekauft? Ich glaube ja, ne? Ich habe schon alles gekauft. Jo. Na, so viel dazu. So, hier haben wir noch einen Typen. Was hast du zu sagen, Mann? Oho, sieht aus, als hätte der ein paar magische, ein paar Karten der magischen Katar. Ihr meint diese? Genau, schaut euch mal die Rückseite an. Wie ihr seht, steht vorne auf jede Katar ein berühmtes Zitat des jeweiligen Helden. Bei diesem Spiel liest einer die erste Hälfte des Zitats vor und die anderen müssen herausfinden, von welcher Karte es stammt. Und so spielt man magische Katar. Klingt ja klasse! Gut, ich lese die erste Hälfte. Moment, fast richtig. Die wichtige Regel vergessen. Wenn ihr das Zitat vorlest, müsst ihr versuchen, so zu klingen wie der Held, von dem es stammt. Aber ich kenne diese Leute nicht. Ach, seid unbesorgt. Ein cleverer Kerl wie ihr findet das 0, nichts heraus. Ha, er kommt schon klar. Komm schon, Hauptmann, helft mir. Wie sieht's aus, Pascal? Bist du dabei? Klar doch, zu Hause bin ich für mein Imitationstalent berühmt. Zeit für eine Runde magische Katar. Auf die Plätze, fertig. Katar! Ich muss sie aussuchen, wisst ihr? Okay, die Regeln wurden erklärt. I'm sure I heard my mother's voice. Ich glaube, ja. Das ist Mint aus Tales of Phantasia. Ja, einer sagt den Spruch von einer Person. Und ich muss erraten, wer der Charakter ist, der diesen Satz gesagt hat. Nein.
Ah. Okay. Und das weiß ich jetzt nicht, weil ich alle Tales of Spiele gespielt habe, sondern weil ich das schon ein bisschen auswendig kenne. Hätte nicht gedacht, dass das beim ersten Mal klappt. Erwischt, das ist für euch. Ein 40-Gummi. Und Aspel hält den Titel finsterer Vollstrecker. Das ist sehr wichtig, weil man hat ja gesehen, man kann auch Fehler machen beim Tippen. Und ich hatte jetzt besonderes Glück, nämlich ich kann jetzt diese machen. Oh, du strahlende Klinge, kalten Stahl, zerreiß die Dunkelheit und vernichte meine Feinde. Das ist ein Kostümtitel. Den rüste ich natürlich sofort aus, damit wir ihn lernen können. Ja, wenn man das fehlerfrei macht, dann bekommt man Kostümtitel. Und das hängt auch davon ab, wie viele Karten man hat. Und ich glaube, jetzt habe ich noch nicht so viele. Deswegen kann ich auch nicht die ganzen Schwierigkeitsgrade freischalten. Aber wenn ich genug habe, dann versuche ich die anderen auch fehlerfrei. Und dann, ja, dann können wir noch weitere Kostümtitel freischalten. Aber jetzt haben wir erstmal einen und das ist gut. So, und jetzt gucken wir mal, was hier drin ist. Ein Stern. Na? Hey, seht euch mal dieses ulkige Kreis an. Sieht doch ziemlich normal aus. Nein, ich kann es genau sehen. Das Elephant macht irgendetwas. Macht was? War bei Kreis das Elephant enthält, ist das Niederfall. Was zum... Boah! Pascal? Was ist denn überhaupt los? Na holla. Pascal, was? Der Pakt wurde erfüllt. Ich bin Ziandin, die geliebte Maid des Wasserdrachens. Was geht dir vor? Das Kreis hat auf dein Blut angesprochen. Meine Kraft gehört dir. Du kannst sie nutzen, wie es dir gefällt. Oder auch nicht. Geh und trainiere gut. Oder auch nicht. Ich werde den Tag erwarten, an dem wir gemeinsam den Fuß in dieser Welt setzen können. Doll. Es ist weg. Bei meiner Melone. Was ist denn hier für ein Aufruhr? Irgendetwas Seltsames ist passiert, als sie das blaue Kreis angefasst hat. Seltsam? Inwiefern? Wie soll ich das sagen? Diese abgefahrene Geisterfrau ist plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Das kann doch nicht wahr sein. Hatte sie langes, wallendes Haar und eine Haut wie ein blassblauer Himmel? Ganz genau. Dann sind die Gerüchte also wahr. Ich meine doch nicht etwa... Diese Geschichte ist unter den Forschern wohl bekannt. Manche von ihnen hören Stimmen und fühlen sich beobachtet, wenn sie spät in die Nacht hineinarbeiten. Es könnte etwas mit der speziellen Geschichte dieses Turms zu tun haben. Vielleicht könnten wir uns das auch ein anderes Mal erzählen. Nein, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Fahrt fort. Nun, offenbar befand sich unterhalb der Stelle, wo heute der Turm steht, früher eine Stadt. Es kann also sein, dass Bewohner dieser Stadt lebendig begraben wurden? Unten gibt es einen Weg, der tiefer in den Ruinen in den Turm hinabführt, aber er liegt hinter einer Tür, die wir nicht öffnen können. Und wenn man durch die Tür tritt... Na, bitte, Hauptmann, redet nicht weiter. Von Geistern weiß ich nichts, aber wir wissen mit Gewissheit, dass es hier einmal eine Stadt gab. Und wenn ihr wirklich gesehen habt, was ihr behauptet, gab es vielleicht eine besondere Verbindung zu euch. Zu uns? Wow, das war... Was das wohl sein könnte? Warum gehst du nicht nachsehen, Sharia? Hör sofort auf damit! Und wir haben blaues Kreis. Ha! Und Wasserbeschwörerin. Geil. Aber den Titel rüsten wir dann nochmal aus. Oder? Ja. Wasserbeschwörerin. Dieser Titel ehrt eine, die sich mit der Saphir-Maid-Ziandin zusammengetan hat. Das kann auch ein bisschen warten. Oder? Das sind eigentlich gute. Ach, ich lasse jetzt erstmal. Ich versuche jetzt erstmal die ganzen Story-Titel aufzuleveln. Also die ersten, ja, so nach der Reihe. Entdeckung, wo? Somnosphäre. Wo denn? Ach hier, mein Gott. Schnarchauge. Wow, I didn't expect it, but they really do study Kreis arts here. Wow! What is it, Pascal? They're studying how to make people sleep with this somnosphere. See? This eye-like thing goes to the right, and then the left... So it
Pascal, are you okay? Stop goofing around, you two. We should just get out of... Sharia? Sophie? What's going on? Come on, wake up. And let me... ich meine, ja, was ist gerade passiert? Egal. Was haben wir noch hier? Hey, Turtles. Hast du was zu verkaufen? Was gibt's denn hier? Hier rennen ja alle wie kopflose Hühner durch die Gegend, ja? Nein. Prüfen, sprechen, prüfen. Das ist etwas eingeritzt. Das Passwort, das ist, ist das beim Volk von Strata beliebte Monster? Ach ja, die Tour haben wir, glaube ich, schon geöffnet. So, warte ich jetzt... Ehrlich gesagt, noch ein bisschen sinnlos finde, das weiß ich sogar noch. Ist, dass man hier hochklettern kann. Nein, hier wollte ich gar nicht hoch. Ich wollte nämlich hier hoch. Und wenn wir hier hochgehen, dann finden wir nichts. Ah, wartet. Wenn wir noch weiter hochgehen, dann finden wir nichts. Ja, das war. Sehr schön. Ich wollte es nur mal kurz zeigen, dass hier nichts ist. Falls ihr mir nicht glaubt, dass hier nichts ist. So, okay. Habe ich hier sonst alles nachgeschaut, geguckt und gerochen? Okay, aus hier. Dabei war es eigentlich, damit war es eigentlich schon in dieser Stadt, oder? Und schon wieder eine rausgerissene Seite. Immer schön einkassieren. Dann gehen wir weiter unsere Wege zur nächsten Hälfte dieser Stadt. Wow, hier ist ja noch mehr. Hallöchen. Mit einer Kartoffel, einer Karotte und einer Zwiebel stehe ich ein kleines Gemüseset zusammen. Ah, meinetwegen. Gemüseset. Cool. Und die tue ich mal in den Mixer rein, nehme ich mal an. Falls ich das kann. Weil da muss ich nicht immer hier hinrennen und das herstellen lassen, falls ich das kopieren kann. Gemüseset, ja. Boah, 4,4. Boah. Ein Gasthaus, cool. Und Blaus Kreis, direkt eintauschen. So, jetzt haben wir eine Rundbluse und ein paar Titel haben wir bekommen. So, jetzt kommen wir hier Wasserbeschwörer geben. Und mit ihnen haben wir schon Kostüme. Das heißt, wir können jetzt das Kostüm ändern. Ha! Huh! Kommt ein bisschen bekannt vor, oder? Die Klamotten von Yuri aus Tales of Vesperia. So, das brauchst du nicht. Dann Verletzungsblüte, meinetwegen. Das ist auf Level 5. Bank-FP. Ja, das kann nützlich sein. Sophie ist immer noch die am höchsten gelevelte. Schwertsturm, das kann man nehmen. Ja, okay. War nur ein bisschen Übersicht hier. Hey, guckt euch das mal an. Ui. Okay, warte mal, da waren ja noch mehr. Dann tun wir die Blumenfluskette abgeben. Mit den unbekannten Samen. Und Curry müssen wir auch noch erstellen, okay. Und wie sieht es jetzt titelmäßig aus? Jupp. Level 5. Dann, was weiß ich. Rapierstoß. Neue Art. Hm. Weiß nicht. Chance auf gestohlenes Objekt. Das ist auch nicht schlecht. Mach mal Rapierstoß. Da kannst du was Neues lernen. Okay. Was gibt's hier noch? Hier runter kann man noch irgendwo. Man sagt, der Rocker sei mehrere Jahrhunderte alt. Sagt man sich. So, ha. Magische Katar Nummer 33. Chesters Katar. Kress, hast du was gewusst? Ein Charakter aus Tales of Phantasia. Boy, das war aber echt Glück, dass ich schon beim ersten Versuch hier das Kostüm freigeschaltet habe. Das war richtig gut. Curry. Ich brauche Curry. Wait, what? Nur 6? Okay,
Gemüse sind. Ach, damit kann man, glaube ich, Curry herstellen, oder? Nö. Aber damit kann man einen besessenen. Okay. Machen wir mal einfach. Einfach irgendwas herstellen. Tomaten, Parfum. Gemüseset. Ja. Aber ich kann ja immer noch. Egal. Womit kann man den Curry herstellen? Hacksteak, Hamburger, schottische Eier. Schottische Eier. Und Cheeseburger. Mann, wie einfach die sich hier machen. Und hier können wir weitere Dinger herstellen mit den ganzen Kristallen. Ich tue mal das herstellen. Weil, warum nicht? Wir haben zwei von den Dingern. Umwandeln. Umwandeln ist eine Form des Dualisierens, bei der man ein bestimmtes Material mit einem Ausrüstungsstück ein völlig neues Ausrüstungsstück ergibt. Alle Aufwertungen des Originalrüstung der Originalrüstung werden auf das neue Stück übertragen. Wunderbar. Okay. Aber Ruhm und Ehre. Ja. Erst einmal gucken wir mal. Und dann gucken wir mal weiter. Ich weiß nicht, wie ich Curry erstellen kann. Das darf nicht wahr sein. Nein. Curry, dafür brauche ich doch Reis bestimmt, oder? Geht das ein bisschen schneller? Also ja, L2. Hört man das? Weißwein, Apfelparfum. Milch, Eintopf, nein. Gemüseset, nein. Wo ist es? Ich gehe alles ab, wenn das sein muss. Hau schon! Da hatte ich etwa noch kein Curry. Das darf doch nicht wahr sein. Daneben nicht. Bis bald dann. So. Hast du neue Anfragen? Ich bezweifle es. Okay. Entschuldigung. Dann gehen wir mal weiter zur Hauptstadt von Strata. Hier lang. Ja, gut, warte mal. Boah. Bleh, voller Schleim im Hals. Wunderbar. So, wo haben wir die Ritterrüstung hier? Wer hat hier die Rüstungen? Du hast eine Rüstung. Wow. Die bringt ja voll. Dann nehmen weiter. So, hier haben wir einen Speicherpunkt und hier haben wir einen Skit. Gong-Sehnsucht. To take you up on your offer. Sharia, do you know about the Rockagong? Well, not really, but I know it's a monster and probably dangerous, so I think we're better off avoiding it. But everyone in the city was all like, no, dudes, don't kill it! So it's probably super cute. The Rockagong is cute? It's called a Rockagong. It probably takes rocks and gagongs people with them. Gagong! What is wrong with you people? Lächerlich. Warum benehmen sich alle so dumm? Kampf! Ach, die Musik hat sich geändert, ne? Oder? Ja. Ah! Schrei immer noch. Medic. Au. Haben wir gegen die Viecher eigentlich schon gekämpft? Hey, das ist ein Dieb. Seit wann steht der denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, heil mich mal jemand. Nein, warte, verdammt. Ich muss schon in den Kreis drin sein, oder? Au, 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 au. Oh, das war knapp. Na, na. Sag mal. Ein bisschen ungewohnt. Da kommen die anderen und machen ihn fertig. Ja, Medic steuern ist eine blöde Idee im Moment. Gehen wir mal und ich weiß nicht, was muss denn hier gelevelt werden? Ich weiß gar nicht. Arzt, ne? Ja, komm. Na, was geht ab? Boink. Ah.
ja, Kampfthema hat, aber kommt ein bisschen blöd, das muss ich ganz ehrlich sagen. Zack. Boink. Aber am besten die ganzen E-Arts wieder aufleveln. Das glaube ich besser. Und zack. Langsam können wir die Gegner auch fertig machen, als wäre nichts. Wenn ich nicht gerade Medic steuere. Ha. Eine Banane, die haben wir noch nicht gehabt. Okay. Din, 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 din. Na? Hallöchen? Damn. Ja. Nicht getroffen, gut. So wollte ich das. Oh, gut. Zack, komm her. Stampede Strike! Full House. Was? Und Smartschlag. Ha. Oh. Und ein Omelette gekocht. Und den Vielsammlerin-Titel. Cool. Komm her, ich krieg auch noch. Muss jeden Gegner hier nehmen. Na? Ich weiß gar nicht, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich gerade spiele. Vielleicht nachgucken. Ich glaube, auf den zweithöchsten. Aber. Kannst du es wagen? Zack. Und zack. Und zack, habe ich gesagt. Ja, was versteckst du wohl? Versteckst du einfach noch mehr Melonen in deiner Kleidung? Okay. Donnerbeben. Er lernt's Art. Ja, damit. Donnerbeben, das ist eine gute Technik. War eine gute Art. Padepflege, ja. Erstmal die simplen Sachen hier. So, ich würde aber sagen, bevor wir weitergehen, ich glaube, etwas wird passieren, wenn wir weitergehen, deswegen beende ich den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.